Ich werde den heute auch einwechseln, wenn ich gegen dich spiele. Und der Ach, wird du dir. willst auch ein Spielchen machen? Ja, das ist mal so klar. Sicher machen wir doch ein Spielchen. Um Geld. Oh, du hast letztes Mal richtig gerockt. Das muss Aber man dir ich lassen, muss, ne? also ich muss aber dazu sagen, ich habe hier nicht meinen Monitor und ich habe hier nicht meinen Controller. Das ist zwar Das ist mein. dein Controller. Da steht Get on my level drauf. Das ist mein Controller, aber ich habe andere Dings. Ich habe andere Trigger-Stops Ja? und andere Pedals Okay. normalerweise. Leute, das ist nicht Montes Controller. Es ist Da der hängen Controller, der Goldketten verkauft dran mit wird, Get aber on ich my spiele level. anders. Ich spiele ihn anders, Ja, Digga. das verstehe ich schon. Dann ist ja klar, ne? Dann verlierst du jetzt 5-0, oder was? Weiß ich nicht. Ich habe mit einer Ikone verloren. Larsson. Ich hab Larsson geliebt, aber jetzt hasse ich ihn, glaube ich. 1200 minus? Das ist ganz schön viel. Wie konnte das passieren? Ich muss die 1200 wieder reinholen. Ja, der Stream ist heute schon insane, klar, aber das ist halt, ne? Jetzt gibt's den schon nicht mehr. Boom! Sniper-Profi, Digga. Sniper-Profi. Woo, Mitnehmen, Baby. mitnehmen. Ich lade dich schon mal ein. Mach das. Wen habe ich jetzt eingeladen, Ach, Digga? eine Variante ist bereits im Team. Den muss ich dann rausschmeißen, ne? Krass. Auf den Transfermarkt anbieten. Oh, der ist bestimmt böse im Preis gesunken, ne? Und jetzt kommt der krasse. Boom. MAP und Davis? Der war ja als 86er schon eine Legende. Und jetzt ist das ein 93er. Ey, wenn du so Kurzpass spielst wie letztes Male, dann sieht's übel für mich Also ich habe aus. keinen Gaming-Sound, ich habe einen anderen Controller, einen anderen Monitor und den Mikrofonarm vor meinem Fofi pro Gesicht. Tor. Ich muss mich hier auch komisch hinsetzen, Digga, aber Ja, ich. das stimmt. Okay, auf ein gutes Spiel. Und Max spielt ja in seiner gewohnten Umgebung und letztes Mal hat er ja auch bei mir gespielt. Also er wird heute auf jeden Fall, denke ich, stärker spielen. Elfmeter? Nein, 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 das war. Ich Du weiß nicht. kannst doch nicht losgehen, oder? Never! Ich weiß nicht. Niemals! Entweder Elfmeter oder Freistoß. Zeig mal ganz kurz. Ja, Elfmeter! Okay, du weißt, ich darf den reinschießen, Ja, ne? ich weiß, ich gucke auch nicht bei dir. Ich mach so. Nee, das gibt's nicht, Digga. Das, ich, Was denn? das ist ein Treffer. Nein, ist ja kein auf einer Konsole. Ja, kurz. Egal. Kennst du die Leute, die immer früher auf dem. Lauter Matthäus macht, what the fuck? Die immer auf dem Bildschirm geguckt haben bei den anderen. Auch wenn man Call of Duty oder so gegeneinander gespielt hat. Ja, weiß ich. Unmöglich sowas. Ey, dass das ein Elfer ist, ne? Ich hab den nicht gesehen, du hast geskippt, Diggi. Ach so. Ach komm. Bing-Bong! Das ist halt so Der stark, Allermann ne? kommt! Wieso läuft der so clever? Guck mal die Laufwege an von Pelé. Krank. Ja, Mist. Wieso macht das meiner nicht? Das ist halt auch. Also, das ist ja gar nicht in Worte zu fassen, wie schlecht das ist, oder? Gut gespielt. Ich wollte ihn mal schicken jetzt. Ich kann ihn gar nicht schicken. Hey, Schiri! Ja, klar. Oh, Schiri! ach, Digga. Ich hab. Was war das denn, ey? Keine Ahnung, Mann. Mann, dann schieß doch! Das ist doch schon die Position! Wenn er so einen Pass ankommt, da. Du warst so ein Torjubel. Ey, warum denn? Innenlatte. Ja, die Innenlatte, die bekennt sie nicht. Das ist halt so ein mieser Kurzpass von Pelé. Pelé hat 96er Ja, Kurzpass warum macht er das so in der schlecht? Bewertung. Ja, das ist leider bei dem so. Du weißt selber, eine 2-0-Führung kann schnell weg sein. Ja, Das das ist einfach stimmt. so. Das stimmt. Da geht auch noch mehr. Viel ging jetzt nicht. Null Torschüsse, Seitdem ich Eusebio verkauft habe, geht Digga. nichts mehr. Wie schnell du deine Statistik Weg gekippt damit, hast. weg damit. Warte, ich mache einfach den Profi, Digga. Da ist die Statistik. Null Torschüsse. Ich fass es nicht. Also, Richtig. ich hatte sechsmal den Abseits, Ball. abseits, Oh abseits. Gott, das wäre auch. Ey, yo. Mann! Ey, das gibt es nicht. Wie der immer wieder wegflutscht zu dir. Immer wieder. Scheiße, ja, Digga. Das war doch. Wäre aber auch verdient gewesen. So ein kranker Pass, ne? Ich fass es nicht. Das ist. Also. Oh, was? Maldini war doch dran. Er war doch dran. Was ist das denn? Ja. Erster Torschuss. Ein Torschuss haben wir. Okay, jetzt wird gewechselt. Scheiße. Schöner Pass jetzt mal. Ach komm!
Team of the Year! Ich habe 7,2 Millionen. Abstoßen, Digga. Millionen habe ich für den bezahlt. Und abstoßen. So eine Torchance sich reinzumachen. Ja, weißt du was, warum macht er den nicht? Guter Doppelpass. Oh, ein kleiner Disrespekt von dem. Bring ihn nochmal in die Mitte! Einer geht noch rein! Ich fass es nicht. Also 4-0. 4-0. Wie lange schwimmt der denn? Der schwimmt in ein 200 Euro. Scheiße, wo sind wir? Das gibt's doch nicht, das gibt's nicht. Ja, 90. Und nu? Abpfiff. Das war's. Ja, gutes Game. 4-0. 1400 Euro, Max. Also irgendwann muss ich doch gewinnen, oder nicht? Ich weiß nicht, Digga. Also MVP habe ich also nichts gesehen von dem. Hast du zwei Schüsse gehabt, glaube ich, aufs Tor. Ein Schuss aufs Tor, Digga. Ein Schuss aufs Tor, Max, Digga. Ja, aber noch vor eurer Hauptsache noch vorher Davis holen, weißt du? Nein, ich will direkt eine Revanche haben. Wir können jetzt nicht, wir müssen gleich nochmal Packs ziehen. Mickey hat Van Dirk gezogen. GG, Mickey. Glurak für Monte, ja, so langsam. Das ist nicht, Also nicht, dass ich das jetzt machen würde. Würdest du jetzt in diesen 125k Sets eine 1400-Euro-Wette machen, wer den besseren Spieler zieht? Oh. Also davon, das wäre, glaube ich, schon ein bisschen viel des Guten. Das wäre zu viel, das kann man nicht machen. Ich will ja auch ein bisschen was in meine Tasche mitnehmen, Digga. Ja, ich weiß, kacke. Wir müssen auch gar keine Wette machen. Du kannst auch sagen, reicht erstmal jetzt. Ey, Alex, du guckst ja gerade zu. Mach mal bitte für morgen Placement klar. Mit Call of Duty am besten. Das muss direkt ganz schnell aber sein. Express-Placement. Du kannst mich auch in Packs bezahlen. In Packs bezahlen? Ja, hier. Pokémon-Packs. Ja, jo. Ich hab da gar nicht mehr. Sie haben gar nicht so viel Wert mehr. Du hast doch von den Dicken da hinten auf welche. Ja, das ist nichts. Ein so ein Ding kostet 150. Das andere kostet 400. Ich habe hier Packs im Wert von 900 Euro gerade. Ja, wenn du jetzt die Wette gewinnst, dann würde ich die 900 Euro Packs nehmen und dann hast du noch weniger Spaß. Was? Dann würde ich auch mal Pokémon-Pack-Opening machen, gezwungenermaßen. Warte, ich muss mal gucken, was ich da habe. Chat, ich möchte nur noch mal klarstellen, ich bin überhaupt nicht spielsüchtig. Max ist die ausschlaggebende Kraft hier und zieht mich in seine Sucht hier rein. Ich habe hier 4 18er Displays Farbenschock und einmal Burning Shadows. Und was ist das wert? Nee, das ist nicht so viel wert, glaube ich. Da kommen wir nicht auf den Nenner. Das ist nichts. Das sind auch gar nicht die OG-Dinger. Da musst du das neueste Ding hier, Schild und Schwert und Sonne und Mond gezockt haben. Die fühlst du nicht, die Karten. Da kennst du keine einzige. Okay. Klar kannst du theoretisch einen Regenbogen-Pikachu draus ziehen. Aber, oder, was wäre der wert? Kann man nicht so auf Deutsch nicht werten lassen, aber der ist schon... Wieso kann man den auf Deutsch nicht werten lassen? Man lässt sie immer auf PSA werten und die machen keine deutschen Karten. Mhm. Aber weißt du, was lustig wäre, angenommen, ich würde ihn dann... Ja, oh mein Gott! Das wäre so, Digga, eine dann sitze ich hier, keine Ahnung, 40 Stunden öffne die Sachen, kriegst du nicht und dann gebe ich dir genau das Ding mit, wo er drin ist. Deswegen kann ich das auch nicht machen. Geht nicht. Die bringen wir wieder weg, das ist keine Option. Okay. Wer zieht den besten... Was war jetzt das? Den teureren. Den teureren Spieler, okay, let's go. Und rein. Let's go. 125... Oh, bei mir ist nichts. Was? Wieder raus und wieder rein. Ja, da sind sie. 125 Kassen, jetzt 65.000, das ist nicht viel. 25 Euro für jede Packung. Komm schon, EA, gönn mir. Ich finde geil. Walkout, so direkt mal am Anfang den Sack zumachen. Normaler Walkout. Skip. Walkout, perfekt. Navasch ist bisher mein bester. Okay, komm. Leute, es geht um 400 Euro. Nichts, skippen. Walkout. Nichts, normaler Walkout, skip. Skip. Hab ich. Walkout, komm schon. Das muss lila sein, ne? Ja, ich weiß, lila. Digga, es ist ein bisschen... Modric? Nein. 43.000 Packs noch. Schon, Mann, komm schon. Ich habe echt ein gutes Gefühl, wirklich. Ja, ich würde es dir auch nur einen von uns gönnen. Scheiß auf die Wette. Ja, genau. Einer von uns zieht jetzt aber was. Aber einer muss jetzt mal was Dickes ziehen hier. Einer von uns muss ziehen, lass mich. Du Wichser, Digga. Ich gönne dir auch einen Totti, aber ich gönne mir dann noch einen besseren Totti. Oh, Walkout? In Form? Franzose? Nee, den habe ich auch gerade gezogen. Scheiße. Walkout? Digga, ich zieh nicht mal eine Schmutzlegende, weißt du, wie ich meine? Danovic. Also wir haben, einer von uns beiden hat sich jetzt was verdient. Ter Stegen. Wir haben so viel reingebuttert in den Aal. Ter Stegen, aber liege ich damit vorn? Walkout? Nichts. In Form? Jetzt mal komm. Franzose? Nee, Schmutz. Mann, es ist die ganze Zeit der gleiche. Die habe ich jetzt schon viermal heute gezogen. Das gibt's doch nicht. Hummels. Geil. Kanté? Kanté ist richtig gut. Oh mein Gott. Kanté ist gut. Mit dem hast du letztes Mal gewonnen. Ja, Kanté ist um die 300.000 wert. Kanté ist um die 300.000 wert. Let's go. 400, nee, dieser Vortrag, das kam man nicht heraus. Kanté 182, nur noch okay, aber 182.000 gilt's zu toppen. 22.000 Packungen nur noch. Ja, ja. In Form Walkout. Frankreich?
Ben Yedder? Sturm? Nee, wieder der Sturm. Nee, den will ich nicht! Was ist das? Zweimal der Bait. Das gibt's doch nicht, dass du da Pogba... Ben Yedder wäre heftig gewesen, Digga. Pogba wäre aber nicht ST gewesen, ne? Ja, weiß ich, aber Frankreich und Inform Walkout, da kann doch mal was kommen. Normaler Inform, Skip. Bitte. Komm. Ja, das ist schlecht. Was lachst du denn da so? Ohohoho, Mbappé! Digga. Als normaler! Ja, damit habe ich die Wette verloren. Ja, das sind gute 400 Euro. Ey, ich habe heute Messi und Mbappé gezogen. Aber du hast, Mbappé war auch Totti, ne? Ja, komm, darum wollen wir nicht drüber reden. Man freut sich über das, was man hat. Ey, bitte jetzt hier nochmal eine krasse Ikone oder Totti. Letztes Mal habe ich mich zu früh gefreut und habe das Karma kassiert, aber diesmal bin ich Karma-immun. Ich habe Mbappé gezogen. Ich möchte nur nochmal ganz kurz anmerken, dass ich 1000 Euro jetzt verzogen habe und mein bester Spieler war Alisson. Danke, danke, EA. Jetzt Alisson das dritte Mal. Rashford in Form. Alisson, ja, EA. Abgestoßen. Oh, 3500 nur noch. Zack, oh. Walkout. Normaler Skip. Schaffe ich noch eine? Komm schon, bitte, eine noch. Oh, nicht mehr verfügbar, das ist es. Ich bin durch. GG, Max. GG. Alter, so. Das war stark, du. Also, ich habe zwar das Blöde ist, ich habe die Walkouts, die normalen, geskippt und es waren Messi und Mbappé. Für 1200 Euro, die ganze Zeit. Für 1000 Euro Flat hattest du nur aus den besten Lightning Rounds nur Alisson, bis du dann Mané gezogen hast. Also, ich möchte eine Sache mal ganz kurz sagen, Digga. Ja. Am Freitag habe ich für 200.000 Points, ja? 200.000 Points gezogen, mhm. Ja? Plus Münzen sogar noch. Also, ja? Lass mir die Münzen. Also ich habe am Freitag 200.000 Points gezogen, mhm. Am Sonntag für, ich weiß gar nicht, 160.000 Points. Ja? Das sind 360.000 Points und heute nochmal 200.000 Points. Die Münzen rechne ich jetzt gar nicht mit ein. Ja? Das heißt, ich habe FIFA-Points. 560.000 reine FIFA-Points verzogen. Das sind? Seit Freitag. Rechne das mal gerne durch. Ich rechne das durch, dafür bin ich zuständig. Und ich habe nicht eine Ikone gezogen, nicht eine. Wie viele? 520.000? 560.000. 560, das kann nicht sein. 4.600 Euro? Ja. Nicht böse gemeint, andere ziehen für 10 Euro, Digga, ziehen ein Totti, Digga. Da ist ja. Egal, wir sind selber schuld, ne? Aber scheiße, ja. Könnt ihr das nachvollziehen, Chat? Wir haben uns so drauf gefreut. Wieder Totti heute, wieder Lightning Round. 200.000 FIFA Points. Klar, ich habe Pogba gezogen, habe eine Wette gewonnen, das war schön. Aber wir kriegen einfach kein Totti, Digga. Was soll das? Wozu sind die Scheißdinger also in für 9.000 Euro, das ist schon heftig. Heftig. Oh, Walkout aus einer Goldkiste. Oh, Ikone, Digga! Halt's Maul! Wer ist das? Kluivert eventuell? Was? Kluivert, ja. Eine neue. Prime, glaube ich. Das ist Prime, Digga. High five, das ist nicht schlecht, Digga. Aus einem Goldpack? Heftig, Digga. Wieso habe ich überhaupt ein Goldpack aufgemacht? Das weiß ich nicht. Das ist das Prime Kluivert, oder? Prime Kluivert ist das, oder? Der kostet nicht so viel, aber der ist trotzdem. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Hä, warum denn? Heftig, Digga. Kluivert. Das ist Prime. 420.000, Digga. Mitnehmen. Haben. Aus einem 7,5er Set. Heftig, Diggi. Nice, Digga, geile. Wir haben uns gerade. Prime, Digga, Prime-Ikone, Kluivert. Wir haben uns gerade ultra beschwert. Also, okay. Ja, du kriegst die zweite Ikone, Bruder. Ja. Also, ich habe dann heute, ne, Messi, Mbappé, Larsen und Kluivert. Ich habe heute Pogba. Uiuiui. Ich hole mal ganz kurz ein Taschentuch, Digga. Ich habe schon wieder die EA gönnt nichts Allergie. Das ist schon traurig. Zusammen 9.000 Euro investiert und nicht einen Totti. Klar, wir müssen ja keine Packs ziehen und sind selber schuld. Mhm. Aber unterm Strich ist es schon sehr traurig, ne? Weil man ist ja gehypt gewesen heute. Ja, wäre schon geil gewesen. Und ich glaube, jeder aus dem Livestream-Chat kann nachvollziehen. Ich habe 200.000 FIFA-Points verzogen und der Beste war Pogba, was eine schöne Karte ist. Aber unterm Strich, sonst war da nichts drin, was er irgendwie erwähnt hat. Und Max hatte mehr Glück. Zwei Ikonen, Messi und Pogba, das war ein guter Schnitt. Ja, Messi und Mbappé, ja. Und zwei Ikonen. Ah, egal, scheiß drauf. Und was machen wir jetzt? Ich brauche eine Revanche fürs Game. Warum lachst du? Bist du schon wieder spielsüchtig? Nee, ich würde am liebsten mal ein Game machen, wo es um nichts geht. Ja. Weil dann spielst du meistens einen Ticken schlechter. Dass ich habe, glaube ich, die letzten 5 Games gegen dich verloren. Und zwar richtig. Da war keins knapp. Was sagst du dazu? Wir können ein Spielchen machen, ja. Um nichts. Ich gehe noch eine qualmen. Mach das. Ich mache noch ein paar Goldpacks auf. Ja,